So, und weiter geht's mit dem Let's Play Fußball Manager 13. Ja, 3-2 gegen Hamburg. Das passt wunderbar. Mir gefällt es. Dass dies eine erfolgreiche Mannschaft ist, haben wir in dieser Saison lange Zeit erfolgreich vertuschen können. Ja, stimmt allerdings. Wenn ich alles kommentieren soll, was in den Zeitungen steht, müssen wir hier übernachten. Naja. Soller, ist mir auch egal. Wir stehen immer noch ein Punkt hinter Dortmund. Wenn die jetzt gegen Bayern verlieren sollten, dann ist da auf jeden Fall was drinne. Gladbach hat auch gewonnen. Haben alle ihre Hochphase aktuell. Khedira ist von uns auch in der Mannschaft des Tages, finde ich gut. So, jetzt verhandeln wir mit Rafinha, der kommt auf jeden Fall im nächsten Transferfenster. Vertragsbeginn. Du spielst sicher auch mal in der ersten Mannschaft. Ja, eigentlich schon. Ich will dich, wenn schon, für 5 Jahre haben. Dass ich dich auch auf jeden Fall hier in der Mannschaft behalte. Du kriegst ein Jahresgehalt von 4 Millionen. Dürftest du eigentlich nicht meckern können. Torres! Fußballer des Monats. Finde ich gut. Des Monats November. Oh! Ja. Spitzenduelle heute. Der erste gegen den dritten, der vierte gegen den zweiten. Oh. Und Roman Weidenfeller steht vor seinem 300. Ligaspiel. Schön. So. Dann gehen wir einmal wieder in die Mails. Ja, Rafinha wechselt. Zum 1.1. kommt der Jung. Finde ich gut. Erboste Mitglieder, jau. Jugendmannschaften, hier haben wir da Mentorenprobleme. Dann kriegst du jetzt halt einen anderen. Kriegst du, Höger. So. Gut. Erste Mannschaft. Ich glaube, ich werde Torres von Beginn an, oder? Aktuell nicht so. Also ist zwar auch, hat auch nur eine durchschnittliche Form, aber Innenverteidigung wechsle ich mal aus. Da kommt Kompany rein. Sonst können wir das eigentlich so lassen, würde ich sagen. Speicher nur noch mal eben. Taktik gucken wir gleich auch noch mal rein. Heute übrigens der letzte Tag im Mai. Heißt, morgen ist das DFB-Pokalfinale. Da freue ich mich schon drauf. So, wir gucken nochmal kurz in die Taktik. Da müsste aber auch alles normal sein. Einsatz bleibt hoch, weil, ne, wir haben hohe Ziele und die will ich auch. Ist da was? Da laufen wir mal ohne Deckung und sowas auf. Ich bin gerade überlegen. Wollen wir nochmal in die Aufgaben reingucken? Können wir ja mal. Können wir eigentlich auch mal vor jedem Spiel aktualisieren, ja. Ja. Passt so, dass wir das immer schön aktuell haben. Jo, dann ab in den Textmodus. Zack. Und zack, der 1.12. ist heute, 2012. Schalke! Die Teams sind auf dem Platz. Gleich rollt hier der Ball, nicht der Rubel. Die Mannschaften schwören sich gerade ein. Und da ist der Ball, rollt. Rollt. Ja, nein, komm. Komm, sonst bekommt man noch einen falschen Eindruck. Wir kriegen gleich die erste Möglichkeit. Sammy Khedira spielt den Ball flach in den Strafraum, aber der Schuss von Ribéry ist zu unplatziert. Ter Stegen ist auf dem Posten und greift sicher zu. Ersten 5 Minuten gespielt. Das erste Topspiel hier. Ein schönes Topspiel muss es ja eigentlich werden. Ein schöner Steilpass auf Arjen Robben, aber der schießt viel zu früh und trifft den Ball nicht richtig. Weit vorbei und vollkommen harmlos. Erste Möglichkeit für Gladbach, gleich eine bessere. Jo, sauber. Nach einem langen Ball aus der eigenen Abwehrzone legt Arango mit dem Kopf für De Jong vor.
der alleine auf Joe Hart zuläuft und dem Keeper das Sportgerät zum 0-1 durch die Hosenträger schiebt. Super. Fuck, und damit wäre Gladbach Tabellenführer. Ribéry setzt sich auf der linken Seite durch und flankt auf Suarez. Der kann den Ball nicht kontrollieren und Ter Stegen geht dazwischen. Leute, kommt. Luis Suarez und Stranzl verbeißen sich so in einem Zweikampf, dass sie den Pfiff des Schiedsrichters komplett überhören. Am Ende liegen beide am Boden. Jo, und der Schiri hebt die Hand, oder nee, heben die Hand und schauen hilfesuchend zum Unparteiischen. Der aber hat schon lange abgepfiffen. Nächste Möglichkeit, Stranzl schießt bei einem Abwehrversuch den eigenen Mann an, der damit unfreiwillig auf Ribéry vorlegt. Nordwald schaltet aber blitzschnell und wirft sich dazwischen. Ecke. Wir brauchen Punkte, Leute. Ja. Jetzt die Ecke, komm. Arturo Vidal schlägt den Ball. Hö, wo ist die Ecke? Hat keine Chance mehr. Ja gut, wird auf dem nassen Untergrund immer schneller. Suarez hat keine Chance mehr, den Ball zu erlaufen. Erste Halbzeit. Ey, ich sehe hier nur fast unser Logo. Gelbe Karte für De Camargo. Camargo versucht im Zweikampf mit Compagni einen Elfmeter zu schinden. Aber Schiedsrichter Schmössl stand günstig. Er zögert keine Sekunde und verwarnt ihn dafür. Tja, soll's geben, soll's geben. Also hier ist aktuell gar nichts los. Nach einem Abschlag von Joe Hart nimmt Ribéry den Ball auf der linken Spielfeldseite an und spurt los wie ein Verrückter. Dann zieht er nach innen und der Ball zirkelt aus 18 Metern genau unter den Querbalken. 1-1. Super Vorlage Joe Hart. So, komm. Eck von links, Nasri. Die Ecke ist kein Problem für Ter Stegen. Buh! Und die erste Halbzeit ist fast zu Ende. Nächste Möglichkeit. Etwas bessere. Luis Suarez ist da ein Teil schneller als sein Kontrahent und spitzelt die Würde. Domingos rettet per Kopf und mahnt dann seine Kollegen zu mehr Konzentration. Nächste Möglichkeit. Zweite Ecke. Kommt, Leute. Die Ecke übernimmt Nasri. Ja, ist doch klar. Er hebt die Hand, macht mit den Fingern ein Zeichen, schlägt die Kugel dann hoch in den Strafraum, aber Martin Stranzl ist da und klärt postwendend per Kopf. 1-1 zur Halbzeit. Wie steht's? Nein, verdammt, ich wollte auf die Halbzeitergebnisse gucken. Götze wird für Robben übernehmen, der ist aktuell ganz und gar nicht gut drauf. Compagni wird für Hummels ersetzt. Wir packen hier sofort die mit den Fünfern raus. Scheiße, ich habe keinen zweiten, da muss Luis halt drinnen bleiben. Ha, das hat sich gereimt, toll. Khedira und Ribéry mit Topnoten. Nasri, ich bin am überlegen. Ne, komm, lassen wir drinne. Habe ich noch eine Auswechslung. Los, zeigt's ihn. Motivieren. Loben. Motivieren. Loben. Kritisieren, das muss er, das müssen sie abkönnen, finde ich. So, der wird auch nochmal marschiert. Wird er auch nochmal, wenn noch, komm. So, Leute, hängt euch rein. Wir brauchen die Punkte. Und steht schon wieder. Das ist nicht wahr. Komm, jetzt gewinnt 2 Punkte. Dann hätten wir 31, dann wären wir daran vorbei. Die Bayern wieder auf Tabellenplatz Nummer 1. So. Und die nächste Möglichkeit sofort zu Beginn. Weiter an, bevor Marcelo von der linken Seite in den Strafraum. Khedira verlängert und Nasri ist einen Schritt schneller als Stranzl. Der Ball geht vor ihm fast unerreichbar für Ter Stegen über die Linie. Und da ist das Ding. 2-1. So, Leute, dreht auf. Wir müssen das Ding hier heute gewinnen. Nächste Möglichkeit. Etwas bessere. Ter Stegen fängt eine Flanke von Götze sicher ab. Oh, so, das war dann die Chance von Götze. Egal. Los. Irgendwas kriegt dann auch hier für gefährliche Freistoßchance in Gelsenkirchen. Für uns. Super. Komm. Kommt. Schalke konnte da das Senkedirovo. Der Teufel beträgt gut 18 Meter. Ribéry und Götze diskutieren noch. Ribéry wird wohl schießen. Nimmt Maß. Ja, und Ter Stegen fängt das Ding aus der Luft. Oder pflückt es aus der Luft. Schade.
Spielerwechsel bei Gladbach. Ich bin dafür, ob wir Torres herkommen. Wir lassen Torres mal warm laufen. Mit Suarez ist heute nicht viel los. Das Ding irgendwie über die Zeit bringen. Oh, und scheiße. Möglichkeit für Gladbach. Ein blitzschneller Konter. Chigiri. Ja. Fuck. 1-1. Ich lese es nicht vor. Ich habe kein. Gar. Fuck. Weiter Einwurf von Arango. Hart kommt raus und fängt den Ball locker ab. Sein Versuch, ein Konter. Ja, und dann ist er, sind die Borussen wieder im Ballbesitz. Fuck, fuck, fuck. Jetzt die Möglichkeit kommt. Wir brauchen es. Fernando Torres, der den Ball trotzdem aufkommt. Oh, was ein Spiel. Torres schießt den Pfosten an. Oder nee, er landet genau neben dem rechten Pfosten von Torres. Sauber. Und die nächste Möglichkeit für diese Säcke. Nordwald legt schön aus. Der verzieht. Der holländische Nationalspieler kann nichts draus machen. Super. Boah. Ter Stegen. Oh. Yo. Schießt Fernando. Ah, ja, gut. Konter von uns war zu kompliziert. Wow, 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 wow. 12 Minuten noch. Noch 10 Minuten. Nächste Chance. Kommt, macht es 4-2 raus. Riesenmöglichkeit. Pass von Khedira. Götze schießt. Trifft jedoch nur die Latte. Gut gemacht vom FC Schalke. Super. Ja, egal. Hauptsache nach vorn. Das ist das Gemeine am Textmodus. Man ist hilflos. Okay, ist man sonst eigentlich auch, aber ne. Spielerwechsel, Hanke kommt für Camargo. De Camargo. Pardon. Anscheinend verletzt hat. Macht mir hier keine Angst. Oh, Ter Stegen ist verletzt. Luc de Jong steht im Tor. Ja, weil sie keinen anderen Spieler mehr haben. 2 Minuten werden hier noch nachgespielt. Schlusspfiff. So muss das. Wir ziehen an Dortmund vorbei. Auf den 3. Platz. Das ist gut. Das ist sehr gut. Heißt, Top-Position für die kommenden Spieltage. Bah. Was ein Spiel. Die Bayern gewinnen 2-1 gegen Dortmund. Tja, so läuft das, so läuft das. Jetzt müssen wir... Au, au, au. Wir haben noch einiges vor uns. Ich sehe das kommen, ich sehe das kommen. Aber okay. Die Art und Weise, wie wir heute aufgetreten sind, hat mir sehr gut gefallen. In der einen oder anderen Situation hätten wir vor dem Tor aber konsequenter sein müssen. Jo. Der Schalke hat die Zweikämpfe besser geführt und richtig aggressiv. Der aggressive war der springende Punkt. Die beiden Mannschaften haben gezeigt, dass sie zu Recht da oben stehen. Auch wenn wir am Ende mit dem Ergebnis nicht zufrieden sein können. Ja, könnt ihr auch nicht. So, sie haben Vincent Kompany heute nach schwacher Leistung ausgewechselt. Bekommt er im nächsten Spiel eine Chance? Ich denke schon. Reserve, ja, toll. Ihr Witzigen. Ich denke schon, sicher. Gegen Galatasaray. Ja, weiß ich aber auch nicht. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken. So, euch kann ich jetzt eigentlich... Na, ich... Kann ich keine Spielergespräche führen. Als nächstes geht's auswärts. Ah, in die Türkei geht's. Nach... Zu Galatasaray. Oder zu Besuch bei Galatasaray. Danach kommen... Nochmal 2 Spiele. Dann ist auch schon die Hinrunde vorbei. Dann kommt nochmal der DFB-Pokal gegen die Kickers. Stuttgarter Kickers, glaube ich. Haben wir noch ein Heimspiel gegen Barcelona und dann geht's mit dem neuen 18. Spieltag in die Rückrunde. Oh, oh, oh. Ja, ja, es geht alles sehr, sehr schnell. Speichern wir an der Stelle. Und dann gehen wir auch schon... Ja doch, wir machen die Vorbereitung für Galatasaray noch. Dass wir alles schön nach und nach jetzt unter Dach und
unter Dach und Fach kriegen. Egal. Auf jeden Fall Champions League, Galatasaray, letztes Gruppenspiel. Danach erfahren wir gegen... Danach erfahren wir, gegen wen wir ins Achtelfinale ziehen. Wir sind genau 100 Punkte stärker. Ich glaube, mit der Aufstellung werde ich dann auch da auflaufen. Oh, und... Ich sag's mal so, Nordirland muss Punkte machen, dann wäre Barcelona draußen. Wenn die am besten gewinnen die gegen Barcelona. Wo spielen die denn? Oh, in Barcelona auch noch. Aber okay, da haben wir auch 4-2 gewonnen. Dann gucken wir noch einmal die Nachrichten durch. Ihr kriegt auch keinen von uns, ihr Witzigen. Ich bin gerade dabei, erstmal unsere Mannschaft für die Rückrunde zu planen. Dann haben wir jetzt noch einen demnächst neu dabei. Ja, guck mal, unsere ganzen, die wir sonst nicht einsetzen können, die sind auch weg. Nur Affelei dürfen wir nicht einsetzen. Ist ja auch nicht schlimm, ist ja auch nicht schlimm. Rafinha kommt noch, ja. Ja, das reicht dann auch. Haben wir noch einen hier. Ihr Vertrag läuft am Saisonende aus. Mal Karriereoption. Scheiße. Wieso Vertrag? Mir gehört das ganze Ding. Nee. Hier läuft gar nichts aus. Was soll die Kacke? Ja. Naja, egal. Hier wird man gerne einfach so nervös gemacht. So. Ich lass die. Doch, ich lass die so auflaufen. Außer, nee, Kompany muss raus. Ich lass Mertesacker mal spielen. Mertesacker. Dafür Hummels auf der Bank. Ja. Er ist nicht fit. Alaba. Was ist mit dir? Aber okay. Ja, ich würde sagen, mit der Truppe laufen wir bei Galatasaray auf. Ne, ich mach mal wieder mit Deckung. Das hat immer etwas besser geklappt. Vergleich. Du kümmerst dich um ihn. Du um ihn. Umut Bulut. Ach, da sehen wir uns wieder. Finde ich gut, finde ich gut. So, dann ihmchen hier noch. Und ihn. Altintop. Ist das der alte? Ja, doch. Sieht man hier noch das Bayern-Trikot. War bei Wattenscheid, war bei Schalke, war bei Bayern, war bei Real und ist jetzt seit dem 1.7.2012 bei Galatasaray. Gut, gut, gut. So, ich würde sagen, mit der Aufstellung geht's dann... Ich guck mal eben kurz hier noch durch. Ja, Mertesacker ist nicht wirklich fit, also die anderen sind ein bisschen fitter. Egal. Oder haben wir noch... Ja, nehme ich Vermaelen. Ist dann, glaube ich, doch sicherer. Jo, so lassen wir es. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge im 3D-Spiel gegen Galatasaray. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss.